Wie duschen wir in der Zukunft und wie sieht das Bad in der Zukunft aus? Das schauen wir uns genauer an. Außerdem eine Decke, die gleichzeitig heizen und kühlen kann. Winterspezial Nummer 3 bei Bauen und Wohnen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei der Sendung, die euer Leben schöner, einfacher und besser macht und euch inspiriert. Wir schauen jetzt mal in die Zukunft. Wie duschen wir in der Zukunft? Wie sieht das Bad der Zukunft aus? Wir haben uns das alles mal ein bisschen genauer angeschaut. Wie werden wir künftig leben, wohnen und entspannen? Eine Frage, zu der es ganz viele verschiedene Studien gibt. Wir wollen uns heute mal auf das Bad und die Küche und hier auf die Dusche und Armaturen konzentrieren. Die Küche und das Bad sind die beiden Räume in Wohnungen und in Häusern, für welche die Menschen am meisten Geld ausgeben. Durch das offene Wohnen ist die Küche wieder in den Mittelpunkt des Hauses gerückt und das Bad gilt als Oase zum Rückzug und zur Entspannung. Starten wir im Bad. Hier stehen für die Hersteller aufgrund der Digitalisierung und dem Fokus auf die Nachhaltigkeit zwei große Punkte auf der To-Do-Liste. Herr Reif, wie sieht jetzt das Bad der Zukunft aus? Haben wir irgendwann so eine Art Raumschiff Enterprise, wo wir sagen, jetzt duschen, jetzt Hände waschen und alles läuft vollautomatisch? Ja, könnte man sich so vorstellen. So schnell geht es natürlich auch nicht. Aber in die Richtung würde es bestimmt gehen, dass wir mit allen Sinnen im Badezimmer genießen. Ja, könnte ich mir gut vorstellen, dass es die Richtung weitergeht. Ökologie ist auch ganz groß gefragt. Ja. Wenn man aber die Duschen anguckt, denkt man, da kommt aber immer mehr Wasser raus. Ist das so oder kommt eher weniger raus und wir haben nur den Eindruck, es ist mehr? Das ist ein weites Feld, ne? Aber Sie haben recht, das Thema Wasserverbrauch, nicht nur in Deutschland, sondern international, ist ein Riesenthema. Und deswegen bekommen Sie heute fast alle Hand- bzw. Kopfbrausen auch in einer sogenannten Eco-Smart-Funktion. Und da können Sie um bis zu 40% dann auch Wasser sparen. Was ist jetzt die Eco-Smart-Funktion? Die EcoSmart-Funktion, die sorgt dafür über eine spezielle Einrichtung in der Brause drin, dass der Wasserverbrauch zwar gedrosselt wird, aber das Duschvergnügen trotzdem erhalten bleibt. Was ist die neueste Entwicklung bei den Duschen? Wie duschen wir in der Zukunft? Die Duschen in der Zukunft, wie schon gesagt, mit allen Sinnen erleben. Da gibt es eine neue Entwicklung bei den Strahlarten, das heißt Powder Rain, wo wir wirklich einen ganz, ganz dünnen, feinen, aber dichten Strahl haben, aber wie schon gesagt, auch noch ein weiterer Vorteil hat, was im Badezimmer der Zukunft ein großer Bereich sein wird, nämlich das Thema Geräuschentwicklung. Und jetzt würde mich aber die Dusche, die 2021 erst überhaupt auf den Markt kommt, die würde mich jetzt interessieren. Gehen wir da mal hin? Gerne. So, jetzt bin ich sehr gespannt. Ich würde sagen, Showtime, die Dusche der Zukunft, oder? Ja, genau. Bitte. Jetzt geht's los, ne? Guten Morgen. Dieses Programm gibt dir einen frischen Kick für den Tag. Ich habe ja vorher erzählt, mit allen Sinnen genießen. Das ist einmal der Strahl, also dieses Haptische, was natürlich jetzt kommt. Dann haben Sie hinten das Video dazu, die Sprache, die Ihnen erklärt, was Sie alles zu tun und zu lassen haben. Dann die Lichtsteuerung, verschiedene Farben, die dann immer kommen. Und zu guter Letzt, das Letzte, das ist im Prinzip der Duft, der dazu kommt. Sie haben dann so eine Hülle, da kommen Tabletten rein, ne, in verschiedenen Düften. Die legen es dann rein und zusammen mit dem Wasser, das da drüber fließt, gibt es natürlich auch den passenden Duft dazu, den Sie gerne dann in der Dusche haben möchten. Doch nicht nur in der Dusche wird alles immer moderner und digitaler für die Benutzer. Auch bei den normalen Armaturen und Waschbecken geht die Entwicklung schnell voran. Das gilt zum einen für das Design, zum anderen aber auch für die Funktion bei der Bedienung und Handhabung. So, jetzt sind wir in den Bädern. Wie waschen wir uns denn in Zukunft die Hände? Geht es jetzt auch Richtung Sprachsteuerung oder so, wie wir es vorhin in der Dusche gesehen haben? So, guten Morgen, Tobias, schön, dass du da bist. Ja, also es gibt natürlich auch die berührungslose Steuerung der Produkte, ganz klar. Das ist so im öffentlichen Bereich oder im halböffentlichen Bereich. Ja. Hier sieht man nochmal so einen schönen Waschplatz, was da alles ausmacht. Ne? Hier sieht man nochmal auch, wie Armatur und Waschbecken zusammenwächst. Ja. Weil das wird in der Zukunft noch ein richtiges Thema sein, dass es nicht spritzt. Dass das Wasser am richtigen Ort rauskommt, wenn wir uns einfach mal schauen. Also idealerweise kommt das so etwas über den Sifo an. Dann habe ich gar bequem die Möglichkeit, mir die Hände zu waschen, muss mich nicht so weit nach vorne beugen. Jetzt haben wir hier schwarz. Ja. Früher kannte ich das nur so ein bisschen, ja, matt, silber, matt. Was sind heute die Trendfarben? Wo geht's hin? Ja, also matt-schwarz ist heute ein Riesenthema neben matt-weiß.
Aber es gibt auch diese ganzen metallenen Oberflächen, die so langsam dann wie, ich sage jetzt einfach mal, Edelstahloberflächen, dann natürlich Gold erlebt wieder eine Renaissance im Bad, ne? Oder diese eher matten Oberflächen, metallenen Oberflächen, die eine große Rolle spielen. Gestaltet und produziert werden die Armaturen für die verschiedenen Einsatzbereiche in Schiltach. Von der Armatur für das Bad bis hin zum modernen und durchdachten Wasserhahn für die Küche. Im Schwarzwald läuft alles vom Band. Qualität und Perfektion vom ersten Arbeitsschritt an. Und jetzt gehen wir Sand spielen, oder? Es ist ja Sand. Ja, genau. Sieht aus wie Sand. In dem Falle ist es eine Mischung aus Sand und speziell in zwei Komponenten. Harz und Klebstoff, der gebacken wird bei 72 Grad wie Kuchen. Und das ergibt die Innenform nachher im Prinzip der Armatur. Also die Form ist praktisch nachher der Hohlraum, wo das Wasser drin fließt. Und was entsteht jetzt daraus? Ich glaube, das sehen wir jetzt auf dem Weg davor. Ne? Hier kommt dann der fertige Rohling raus, der ist noch sehr heiß. Der muss dann sich hier vorne erstmal abkühlen. Und dann, wenn er abgekühlt wird, dann können die überschüssigen Enden dann auch abgeschnitten werden. Und aus welchem Grundmaterial bestehen jetzt eigentlich die Armaturen? Genau, da können wir hier mal hersehen. Also hier sieht man das Ausgangsmaterial, Messing. Ich hole das mal raus. So ein Block ist ca. 20 Kilo schwer. Okay. Sollte man nicht unterschätzen. Nee. Ja, nicht so einfach. Ne? Man sieht das sehr schön, ja, wie das Wasser oder das flüssige Messing, muss man richtig sagen, von unten in die Form reingefüllt wurde. Ne? Okay. Und jetzt gilt es, im Prinzip die Angussteile hier abzusägen. Ne? Hier sieht man auch schön diese Kante, wo abgesägt wurde. Aber die Form des Wasserhahns ist doch jetzt im Prinzip schon sehr gut erkennbar. Jetzt haben Sie erzählt, die Oberflächen werden poliert und dann gibt es ja eine ganz spezielle Beschichtung, und zwar PVD. Genau, ja, eine besondere Oberfläche, die enorm kratzfest ist, ja, aber auf der anderen Seite uns die Möglichkeit gibt, sehr viele unterschiedliche Oberflächen, also Farben, zu produzieren. Das heißt, als Zentralelement ist ein Material, das sehr widerstandsfähig ist, also Kunstdiamant, ne, mehr oder weniger. Das ist über ein spezielles Verdampfungsverfahren auf die Oberfläche aufgebracht wird. Und einmal für eine extrem kratzfeste Oberfläche sorgt, aber durch Zugabe von verschiedenen aktiven Gasen es uns ermöglicht, alle Farben aus dem Regenbogen herzustellen. Und zum Abschluss machen wir noch einen Sprung in die Küche. Auch hier hat sich in den vergangenen Jahren viel getan und hier wird sich noch vieles verändern. Denn die Ansprüche der Kunden an Design und Funktionalität, die steigen ständig. Herr Reif, wie haben sich denn jetzt die Armaturen in der Küche in den letzten Jahren verändert? Also früher sah das alles ganz anders aus. Richtig, früher sah das alles ganz anders aus. Da hat man eine einfache Armatur gehabt, die war nur funktional, die hatte nur einen Strahl. Ne? Heutzutage haben sich wie im Badezimmer auch die Ansprüche erweitert, sind größer geworden. Das hängt einfach mit der Optik zusammen. Das Design wird reduzierter, ne? Einfacher, die metallenen Oberflächen kommen gut zu tragen und Sie merken, auf einmal kommen auch mehr Strahlarten mit ins Spiel. Das Thema, ich hole es jetzt hier mal hoch, Sie kennen ja das leidige Thema, Sie haben Ackersalat oder Sie haben Obst oder wie auch immer. Oder Tomaten. Wie hier, die man waschen soll. So, wenn Sie das einweichen im Waschbecken oder im Spülbecken, dann brauchen Sie viel Wasser, Sie müssen selber da irgendwie drum drehen, mit dran rummachen, kann man alles machen. So. Und deswegen haben wir eine Lösung entwickelt, die praktisch mir das Obst und Gemüse, dann wäscht der Dreck, fällt nach unten weg und ich habe die saubere Früchte oder das saubere Gemüse dann einfach hier oben in dieser Schale drin liegen. Und ich kann es abtropfen lassen wieder. Ich kann es abtropfen lassen und Sie haben nebenher, wenn man es jetzt hier umstellt, natürlich den Normalstrahl, genauso. Und auch nochmal so ein bisschen Brausestrahl. In der Küche ist auch oft das Thema, ich habe ein Steak, ein Fleisch, einen Kuchen, aber dreckige Hände. Ja, genau. Und dann? Dann gibt es eine andere Lösung. Okay. Wir gehen hier mal rüber. Hier sieht man das so schön, auch nochmal dieses Zusammenspiel Armaturspüle, indem wir einfach die Bedienung der Armatur nach vorne rechts gesetzt haben. Okay. Das heißt, hier kann ich ein- und aussteuern. Ja. Ich kann auch die Temperatur steuern. Und jetzt stellen Sie sich einfach vor, Sie haben Kuchen gebacken. Sie haben richtig Hefeteig. Ja. Ihre Frau steht schon hinter Ihnen, ja, mit dem Prügel, ja, um Gottes Willen ja nichts dreckig zu machen. Und so können Sie ganz bequem mit einem Ellenbogengriff das Wasser stoppen, anmachen und dann auch im Prinzip Ihre Hände, ohne dass Sie alles verkleckern, sauber zu machen. Okay. Was ich auch noch von früher kenne, waren diese Ausziehdinge. Sie haben schon gesagt, aber spätestens nach einem Jahr
War das Zurückführen eher schwierig, weil früher waren immer diese Bleigewichte unten dran und auch dafür haben wir eine Lösung gebaut. Wir haben so eine genannte Schlauchbox gemacht. Ja, ist, genau, die dürfen Sie bedienen. Die hat 70 cm Auszugslänge und damit können Sie ganz bequem links und rechts über die Spüle fahren. Sie können einen Eimer füllen und es läuft immer sauber wieder zurück. Ich wollte sagen, ja. Es zieht eigentlich eher zurück. Also früher musste man eher schieben bei der ganzen genau. Sache. Dann vielen herzlichen Dank für diesen tollen Rundgang und die Einblicke. Wirklich sehr faszinierend. Danke sehr. Gern geschehen. Ich muss schon sagen, die Dusche, die einen so mit bester Laune in den Tag bringt, die hat was. Darüber sollte man echt mal nachdenken. Wir sehen uns gleich wieder und dann geht es bei uns um Heizen und Kühlen und das alles mit einer Technik. Seid gespannt. Bis gleich. Weiter geht es bei Bauen und Wohnen. Heizungen, die kennen wir meistens als Heizkörper oder als Fußbodenheizung. Aber wer kennt Deckenheizung? Der Vorteil von diesem System ist, man kann nicht nur heizen, sondern auch kühlen. Im Winter bitte warm und im Sommer dann wieder kühl. Um das ganze Jahr ein angenehmes Raumklima in den eigenen vier Wänden zu haben, kommt es oft zu einem Wechselspiel aus Heizung und Klimaanlage. Eine würdige Alternative ist da die Deckenheizung. Sie kann sowohl wärmen als auch kühlen und besticht durch ihre verborgene Technik. Eine Deckenheizung ist die effizienteste Art und Weise, die Räumlichkeiten zu temperieren. Über die Decke haben wir die 100% aktive Fläche im Raum, die leer ist, wo nichts draufsteht. Bei einer Fußbodenheizung stehen Möbel drauf, Teppiche, wo uns einfach Fläche verloren geht, um den Raum aufzuheizen. Laut Hüseyin Aslan wird allerdings weder gekühlt noch geheizt. Es wird ganzjährig temperiert. Darauf legt er Wert. Kühlung an sich verstehen viele Leute ungefähr so: Klimaanlage, 16 Grad im Auto, zack, schön kalt. Wenn ich dann aber rausgehe in die Sonne, kriege ich einen leichten Hitzschlag. Das ist für den Organismus nicht gut, für die Menschen nicht gut, für die Gesundheit nicht gut. Deswegen temperieren wir die Räumlichkeiten 5-6 Grad unterhalb Außentemperatur, weil wenn man dann aus der Wohnung, aus dem Haus rausgeht, ist es viel angenehmer, wie wenn ich aus 18 Grad rausgehe. Und daher ein ganzjähriges Temperieren der Räumlichkeiten. Für Eileen Ogilvie hat der Einbau der Deckenheizung vor allem einen praktischen Hintergrund. Während den Renovierungsarbeiten ist die Entscheidung schnell auf das Deckensystem gefallen. Für sie ganz logisch. Also wir haben eine Alternative gesucht zur Fußbodenheizung. Wir haben das Problem, wir sanieren ein Mehrfamilienhaus und eben ein Teil von dem Haus ist schon renoviert. Wir haben schon 2 von 3 neuen Badezimmern drin, die wollten wir nicht rausreißen. Und ein Teil von den Böden sind auch schon belegt mit Fliesen und das wollten wir auf gar keinen Fall aufreißen. Also haben wir was gesucht, was wir ja, woanders einbauen können. Das System kann an der Decke, an der Wand und am Kniestock befestigt werden. Anbringen lässt es sich überall da, wo Platz ist. Je nach Bedarf fließt warmes oder kaltes Wasser durch die Rohre und temperiert so den Raum. Ein weiterer Vorteil im Vergleich zur Bodenheizung zeigt sich bei der Montage. Die Aufbauhöhen ist ja was ganz Wichtiges für eine Fußbodenheizung. Da brauche ich einfach 55 mm oder ein Spezialsystem, da kann ich auch geringer fahren, aber es kostet richtig viel Geld. Meistens ist es aber so, dass ich die Decke sowieso mache im Altbau, renoviere. Dann haben wir auch zugleich eine Installationsebene, wir können dahinter Kabel verlegen. Und somit haben wir einfach mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Die Deckenheizung ist stark im Kommen. Die Idee ist allerdings nicht neu. Innovative Forschung und Entwicklung machen das System spätestens jetzt erst so richtig interessant. Die Deckenheizung gibt es schon seit 2000 Jahren. In den 30er Jahren wurde es erstmal in Berlin verbaut, in Deutschland. Damals hatte man das Problem, heißer Kopf, kalte Füße, weil es einfach keinen hydraulischen Abgleich gab und das Wasser, was reingeführt worden ist, war einfach zu heiß. Wenn die Oberfläche zu warm wird, wird mein Kopf warm und meine Füße bleiben kalt. Wir verhindern das Ganze durch einen hydraulischen Abgleich. Das heißt, die Oberflächentemperatur an der Decke ist irgendwo bei 26, 27 Grad. Der menschliche Körper hat über 30 Grad Körperwärme. Das heißt, ich gebe Energie von meinem Kopf und von meinem Körper in den Raum ab, wie der Raum an mich. Daher kommt auch diese Behaglichkeit, weil es einfach um mich herum nicht zu warm ist. Hüseyin Aslan ist von dem Deckensystem überzeugt. Er sieht darin sogar gesundheitliche Vorteile. Die Deckenheizung arbeitet über eine Strahlungsheizung im Gegensatz zu einer Fußbodenheizung, die über Konvektion arbeitet. Konvektion bedeutet, die Luft wird warm gemacht,
Die kalte Luft unterwandert sie, drückt sie nach oben. Auf der anderen Seite fällt sie wieder runter, weil sie abkühlt. Und dann habe ich den ganzen Tag eine Luftwalze im Raum und eine Staubwalze. Diese Staubwalze, die atmen wir ein. Wir atmen 10.000 bis 15.000 Liter Luft am Tag ein, was natürlich unsere Gesundheit auch nicht gut tut. Und über eine Strahlungsheizung haben wir dieses Problem einfach nicht. Für Allergiker wundervoll. Das Deckensystem ist in Verbindung mit einer Wärmepumpe deutlich effizienter als eine Bodenheizung. Und damit nicht nur gut für den eigenen Geldbeutel, sondern auch für die Umwelt. Eine Deckenheizung, die ist natürlich schon eine spannende Sache. Wir sehen uns gleich wieder mit einem interessanten Gast hier oben. Bis gleich. Weiter geht es bei Bauen und Wohnen jetzt mit etwas ganz Schönem, und zwar den Garten. Und im Studio begrüße ich ganz herzlich die Frau Ab. Herzlich willkommen. Hallo, grüß Gott. Frau Ab, bei Corona hatte ich so den Eindruck und danach, jeder möchte einen neuen Garten. Gibt es diese Boomphase immer noch? Ja, also es ist schon ein bisschen im Abflauern. Man merkt schon, es ist in diesen zwei Jahren Corona schon sehr viel passiert. Und jetzt lässt es ein bisschen nach, aber das ist, finde ich, auch eine ganz gesunde Entwicklung, die mir da gerade mitmacht. Wie geht es denn in der Branche nach dem ganzen Hoch und jetzt wieder doch ein bisschen Luft holen? Oder ist so der nächste Run schon in Sicht? Also unserer Branche geht es nach wie vor wirklich sehr gut. Wir haben ja von Corona, von der Pandemie im Prinzip profitiert. Jeder wollte einen schönen Garten, dass es zu Hause einfach schön ist. Und es wird jetzt wieder, ich sag's mal, normal für uns und für unsere Mitarbeiter vor allem. Das war schon eine richtige Herausforderung die letzten zwei Jahre, kann man schon so sagen. Wie war es jetzt so bei Ihnen mit Lieferschwierigkeiten? Ab und zu hat man mitbekommen, okay, die L-Steine kommen nicht, die L-Steine kosten auf einmal dreimal so viel. Ja gut, das, natürlich ist das ein Riesenthema, die Lieferschwierigkeiten. Also bei uns in der Firma macht man es so, wenn ein Auftrag eingeht, dann wird das Material eigentlich sofort bestellt. Und da kann man dem Kunde sagen, das geht jetzt 4 oder 8 oder 10 Wochen und dann kommt das Material und dann können wir anfangen. Natürlich jetzt auf den Baumarkt zu gehen oder zum Naturstahlhändler und sagen, ich brauche Material, das ist natürlich ja Wunschgedanke, sagen wir mal. Wie reagieren die Kunden jetzt drauf, wenn es mal ein bisschen länger dauert oder wenn es ein bisschen teurer wird? Also die Kunden reagieren relativ gut drauf. Wenn man ihnen sagt, es geht einfach jetzt 8 oder 10 oder 12 Wochen oder 4 Wochen, dann kann sich der Kunde darauf einstellen. Und wir haben also überhaupt gar kein Problem mit dem Kunden gehabt. Kann man im Moment, weil man es beim Bau mitbekommt, ja, so Häuser sind gar nicht richtig kalkulierbar, Küchen sind nicht richtig kalkulierbar. Wie sieht es im Garten aus? Ich meine, der Garten ist ein großer Bereich, ich kann sagen, von Büschen und Sträuchern bis hin zum Pool, bis hin zum absoluten Naturgarten. Also im Großen und Ganzen ist so ein Garten schon kalkulierbar. Also wir haben nicht die ganz große Ausreißer. Es ist natürlich jetzt, die Materialien werden jetzt zum 1. Januar wieder teurer. Aber es ist für uns kalkulierbar. Kann ich also nicht sagen, dass man einfach diese Summe nicht greifen kann. Wenn wir ein Angebot machen, dann ist das auch gut kalkuliert. Wie sieht es jetzt bei euch aus in Sachen Nachwuchs oder Arbeitskräfte? Weil ist ja doch ein Riesenthema. Oder sagen die Leute, nee, ich will doch wieder eigentlich was erschaffen. Ich möchte auch die fertigen Geschichten sehen, wenn ich was gearbeitet habe. Natürlich, Fachkräftemangel, es ist das absolute Thema. Das ist das Thema Nummer 1 bei uns. Bei den Auszubildenden ist es so, dass wir immer noch Auszubildende bekommen. Wir haben jetzt zwar 6% weniger an Lehrverträgen im Jahr 2022 abgeschlossen, also baden-württembergweit. Ja. Aber es sind immer noch sehr viele Auszubildende, die einfach diesen grünen, diesen wunderschönen Beruf erlernen möchten. Ist es auch, was ich gerade gesagt habe, endlich, ich möchte was Fertiges sehen, nicht so, ich mache halt nur Teilchen und wieder ein Teilchen. Sondern zu sagen, hey, da packe ich mal an, da fahre ich vielleicht auch mal Bagger, da hebe ich mal was aus. Ja. Da werde ich auch mal dreckig. Richtig, richtig. Nee, wir haben einfach, also ich bin Landschaftsgärtner mit Leib und Seele und die können mir auch gar nichts anderes vorstellen. Und so junge Menschen dann einfach die Pflanze und die Natur nahezubringen. Es ist einfach was Besonderes, das kann nicht jeder. Und, ja. Man merkt, dass Sie draußen waren. Wo Sie nämlich kamen, habe ich nämlich gesagt, es ist ganz schön kalt. Und sie hatte nur ein Lächeln übrig. Ich habe gesagt, okay, Sie sind das ganze Jahr einfach nur draußen. Ja. Was sind jetzt eigentlich so die Gartentrends so bei den Menschen? Was wollen Sie unbedingt haben? Es ist ganz unterschiedlich. Also gerade in Zeiten von Corona waren dann Pools und Whirlpools sehr stark nachgefragt. Zwischenzeitlich wird das Thema schon wieder ein bisschen weniger. Momentan sind es dann eher die Naturgärten, wo man sich auch wohlfühlt drin, insekten- und bienenfreundlich. Das ist zwischenzeitlich der Trend. Natürlich
Wir haben so eine riesen Bandbreite von Gestaltungsmöglichkeiten. Da kann man jetzt nicht sagen, das ist heute diesen Trend, morgen diesen Trend. Wir haben einfach eine riesen Bandbreite. Jetzt haben Sie gerade naturnahe Garten. Mhm. Das müssen Sie jetzt mal ein bisschen genauer erklären. Was versteht man euch darunter? Ja, naturnahe. Also kein Wildwuchs wahrscheinlich. Nee, das ist ja naturnaher Garten, da versteht jeder was anderes drunter. Also für mich persönlich ist ein naturnaher Garten einfach auch eine Spielwiese für Bienen, für Insekten, für alles, was kreucht und fleucht. Und wir brauchen ja auch die Insekten. Ohne Insekten können wir gar nicht überleben. Und das ist für mich auch ganz wichtig, dass man in jedem Garten zum Beispiel auch mal einen Holunder pflanzt, auch mal einen Schnee, auch mal einen Schneeball, dass die Insekten im Winter dann auch einfach und die Bienen und die Vögel im Winter dann auch einfach ein Futter haben. Hm. Wollen es die Menschen heute eher ein bisschen geradlinig oder eher verspielt im Garten? Ganz unterschiedlich. Was mir auffällt, die junge Leute, die ein frisches Haus bauen, da muss alles ganz geradlinig sein. Und je älter und reifer jemand wird, desto verspielter kann es auch mal werden. Oder ja, ich sage auch naturnah. Und wie smart darf es heute sein? Muss der Mähroboter sein oder gibt es den Rasenmäher noch selbst? Ja. Nehme ich noch die Gießkanne oder muss es automatisiert laufen? Ja, in diesem Freizeitstress, sage ich mal, in dem wir uns zwischenzeitlich befindet, ist natürlich so ein automatischer Garten das Nonplusultra bei vielen Menschen. Ich meine einfach, wenn man mit der Gießkanne durchläuft, dann sieht man einfach auch, wenn irgendwas im Garten schief läuft. Also wenn ich jetzt einfach mal einen Stecker einschalte und die Rasenfläche wird bewässert, ja. Da sehe ich gar nicht, hat der Rasen Hunger, hat er irgendeinen Schaden genommen oder auch die Pflanze. Man hat ja das Gespür gar nicht mehr für einen Garten. Wo sehen Sie Ihre Zunft in der Zukunft? Eher im privaten Bereich oder geht es ins Öffentlich-Rechtliche, dass die Gemeinden auch mal wieder sagen, ich muss mehr Richtung Natur gehen? Ja, das ist eigentlich auch ganz unterschiedlich. Also mir persönlich arbeitet ja in allen Bereichen. Wir machen Privatgärten, wir machen auch teilöffentliche Anlagen. Was mir jetzt in letzter Zeit stark aufgefallen ist, dass die Kitas, Schule und so weiter, dass da unheimlich viel investiert wird. Speziell auch in Kindergärten und in Kitas. Das ist wahnsinnig, was da gebaut und gemacht wird. Also ist auch richtig so. Ja, eine positive Entwicklung. Abschließende Frage, was wünschen Sie sich für das neue Jahr, das gerade begonnen hat, 2023? Also ich wünsche mir natürlich, dass wir alle gut durchs nächste Jahr durchkommen, vielleicht durch die nächsten 7 Jahre, weil alles Sprichwort heißt ja 7 gute, 7 schlechte Jahre und die 7 guten Jahre, die haben wir jetzt gehabt. Und natürlich wünschen wir, dass wir alle gesund bleiben und dass es unserer Branche einfach gut geht und dass die Menschen einfach wieder ein bisschen ein Gespür kriegen für die Natur. Das wünsche ich mir. Frau, vielen Dank für den Besuch hier im Studio und vielen Dank für das sympathische Gespräch. Dankeschön. Liebe Zuschauer, das war's für diese Woche wieder mit Bauen und Wohnen. Ich freue mich, wenn ihr kommende Woche einschaltet. Bis dahin gesund bleiben und einfach den Moment genießen. Tschüss. Achtung Schimmel, so erkennt ihr frühzeitig den Schimmel bei euch zu Hause und wir verraten euch, was ihr dagegen tun könnt. Außerdem ein Zaun- und Sichtschutz, der weit mehr kann als nur vor neugierigen Blicken schützen. Er erzeugt sogar Energie.